Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Village and Heroes Fury of the Stone Lord. Ja, ich habe Terra nicht mehr, darum geht es weiter mit diesem Spiel. Es hieß früher A Mystical Land und damals habe ich es auch noch gespielt, das war vor anderthalb Jahren ungefähr. Und ich habe damals einen Krieger-Tank genommen. Und heute möchte ich mit euch irgendwas nehmen, das nicht so nicht so jeder nimmt. Und der sieht doch mal gut aus, der Priester der Dunkelheit. Was zum Spiel? Also das Spiel ist ja oldschoolig. Halt Quest lösen, Monster besiegen und aber auch etwas fürs Reich tun und dann ein eigenes Gehöft haben, besitzen, Bauernhof und so weiter. Und es ist dann natürlich sehr Multiplayer basiert, also ein klassisches MMORPG. Und man kann es auch bei Facebook spielen und über den Browser, aber ich spiele es als Steam Version und da ist wahrscheinlich auch die Grafik ein bisschen besser. Und ja, also hier haben wir den Priester der Dunkelheit, Schattenblitze und Streitkolben. Aber ich weiß nicht, ob der genug stark wird später. Ich weiß nicht, ich will irgendwie einen Bogenschützen nehmen. Eine Assassine, naja. Ja, schleichen, ich weiß nicht. Ich will so eine Haut drauf, also Feuermagier, also Eiszauber sind eher defensiv wahrscheinlich. Ja, eigentlich will ich ja den Schattenpriester nehmen, aber ob der unbedingt halt stark wird später, um noch alles ein bisschen solo zu zeigen. Aber sie sehen schon cool aus, das stimmt. Streitkolben und Sensen. Also Streitkolben, nur Streitkolben, aber Sensen sind wahrscheinlich ihre Waffen. Ja, jetzt ist die Frage, Zauber oder, also Feuerzauber oder Priester später. Tja, die Qual der Wahl. Wenn wir hier auf weiblich machen, wie sieht die aus? Wollen wir einfach zwei Charaktere machen? Ob das irgendwie Sinn macht? Nein, dann nehme ich lieber einen Priester, weil Feuerzauber ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Keine Ahnung. Ich spiele einfach nicht so gerne Magier, also nur Magier. Und ich denke, der bekommt schon genug Zauber über. Dann nehmen wir den Schattenpriester und nennen ihn Drago Basel, können auch auseinander, so. Und anpassen. Können wir uns, also können wir auch noch. Okay, dann machen wir mal Mittel. Und hier. Mit Bart. Ohne Bart. Und als Körper nehmen wir, also als Kopfform nehmen wir den hier. Die Frisur. Oh je.
Wir nehmen so Stachelfrisur. Schwarz natürlich die Haare. Passt am besten. Aber ob ich einen Bart nehmen soll. Es sieht halt alt aus. Die Lippen gefallen mir nicht. Nämlich die. Und die Augenfarbe. Schwarz. So. Also nehmen wir den und gehen ins Spiel. Was schon benutzt. Dann nehmen wir halt. Auch schon benutzt. LP Drago Basel. Können wir auch auseinander. Ha! Haben wir jetzt das ausgewählt? Wir haben doch Schattenpriester ausgewählt. Was haben wir jetzt genommen? Doch, wir haben Schattenpriester genommen. Eben, dachte schon. So, ja, Qualstoß. Benutzt die WASD-Tasten zum sich bewegen. Menü. Freunde, Talente. Begabungen, also Zauber haben wir zum Beispiel Schattenorb. Gesundheit, Schattenbegabung, göttliche Weisheit. Ausrüstung, Zauberfähigkeiten. Aha. Und ein gutes Punkt. Ein guter Punkt im Spiel ist auch, sind auch die Erfolge. Die sind recht umfangreich. Hole deine Belohnung ab. Belohnung abholen. Wahrscheinlich gibt es auch ein Pet-System und so alles mögliche. Reitsystem vielleicht auch. Müssen wir alles noch schauen. Und jo. Also ich habe in der Beta teilgenommen und habe dann später mit einem Kollegen noch einmal ein bisschen gespielt. Bin aber leider nicht weit gekommen, weil das Spiel nach einigen Zeitpunkten, ja, halt recht zäh wird. Aber ich hoffe, das haben sie langsam gelöst. Und die A-Taste ist nicht zu sehen. Wir machen noch ein bisschen die Musik leise. So. Dann haben wir hier noch ja, ein Shop halt. Da kann man optionale Sachen kaufen. Das ist wirklich alles optional wahrscheinlich. Also hier vielleicht eine Hauslizenz und andere Sachen. Oder Tiere auch. Da müssen wir schauen, ob man die nicht auch kostenlos bekommt. Ja, sonst werde ich auch mal ein bisschen Geld ausgeben für ein Haus. Und wir reden jetzt mit Olivia. Und was war das für eine Sprache? Wie kann ich helfen? Ich bin nach Sommersenke gekommen, nach Überlebenden zu suchen. Aber die Fellkatzen setzen mir zu. Da ist ein Schreibfehler. Kannst du ein paar von ihnen töten? Okay. Kloppen wir mal drauf. So, und dann können wir dieses Gold einsammeln. Und Questjournal 3 töten. Peng. Also die Effekte sind recht gut. Es ist halt so im Comic-Look. Die Grafik ist dadurch nicht ganz so schön. Aber stimmig und jo. Also bis jetzt gefällt es mir. Also ich habe damals schlechtere Grafik gehabt und ein bisschen irgendwie vergiftet, oder was ist das? Ah, triff doch mal. Rache. So,
Dann haben wir nochmals Gold. Okay, und die Sterne bedeuten Questbelohnungen. Und wir haben jetzt hier Verseucht. Er leidet nach und nach 11 Schaden oder was? Und 11 Sekunden lang. So, Belohnung abholen. Also, wer bist du? Oh, bei dem Alldurcheinander habe ich doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Olivia und ich bin die Jägerin. Ich bin auf der Suche nach Überlebenden nach Sommersenke gekommen. Was ist hier passiert? Dieser Ort wurde leider von Fellkatzen überrannt. Sie stehen unter dem Kommando von Meister Karnis. Wer ist Meister Karnis? Er ist ein Goblin-Lord, der diese Gegend schon lange belagert. Es ist ihm vor kurzem endlich gelungen, die Oberhand in dieser Gegend zu gewinnen. Wir konnten wirklich jemand wie dich in unser Kampf gegen Goblins brauchen. Ich bin sehr gut im Kampf und bereit zu kämpfen. Exzellent, du kannst den entscheidenden Faktor in diesem Krieg sein. Wir bringen dich besser schnell nach Eichental, eine Stadt gleich hier in der Nähe. Wie komme ich nun dahin? Geht um die Biegung und trefft dort meinen Freund Rizzo. Er wird dich in die richtige Richtung weisen. Oh, warte, eine Sache noch. Wenn ich einen befreundeten Namen zu Rizzo schicke, soll ich ihm einen roten Apfel als Erkennungszeichen mitgeben. Könntest du dir auf dem Weg einen Apfel pflücken? Ja. Ein Apfelbaum. Wo haben wir einen Apfelbaum? Da. Also es gibt so ein Handwerkssystem und so, wo man Sachen machen kann. Moment kurz. Meine Schwester telefoniert natürlich am lautesten. So. Aber ja, ihr hört es zum guten Glück nicht so viel. Und nur ich bin ein bisschen abgelenkt, aber macht nichts. So. Deine Freundin Olivia hat mich mit einem Apfel zu dir geschickt. Ich bin so hungrig. Das Signal, du musst ein Freund sein. Ja, und ich bin hier, um zu helfen. Ausgezeichnet, es ist immer gut, wenn wir mehr Leute haben, die uns helfen wollen. Aber wir müssen zusehen, dass du dich auf den Weg machst. Wohin gehe ich jetzt? Wenn du durch den Wald gehst, wird dich zu deinem Freund Demanuel bringen. Er kann dir helfen, nach Eichendal zu kommen. Aber warte, was ist es? Deine Waffe ist schrecklich. Nimm diese, die ist viel besser. Was? Wallabi-Stiefel. Und jetzt geh auf dem Hügel und töte Meister Karnis als Beweis deines Könnens. Sobald du es geschafft hast, geh weiter den Hügel hoch zu meinem Freund Demuel. So. Inventar. So. Jetzt haben wir einen neuen Knüppel und wir müssen hier hoch. Jo. Öffnen wir noch einen an hier. Bekommen wir leider nicht gute Sachen über. So, das war der Schattenstoß wahrscheinlich. Schattenblitz. Aha. Okay, wir sind leider ein bisschen vergiftet, also verseucht wieder. Und wir kommen hier nicht durch. So, jetzt. Goblin. Du musst sterben. Hallo? Ich will dich angreifen. Das ist keine Chance. Das müssen die Gegner auch nicht haben am Anfang. Und Fähigkeiten. Drücke K. Drücken Sie K, um Talentpunkte zu verteilen. Göttliche Weisheit. Nee, nicht so gut.
Das Mana erhöhen. Ja, wahrscheinlich Schattenbegabung dann mal später ausbauen. Ja, Schattenorb wahrscheinlich am Anfang zuerst, oder? Verdammnis könnten wir dann auch mal nehmen. Ja, ich denke, wir nehmen zuerst Schatten. So. Jetzt haben wir als Schattenblitz noch. Und Schattenorb, Qualstoß natürlich. Okay, testen wir gleich mal aus. Die drei. Ja, ich will. Hallo. Benommen. Der Schattenstoß macht benommen oder so. Und wir sind. Was war das? Kann man das lesen hier? Steht aber nichts mehr benommen. Ah, das ist so ein Server. Befallen. Okay. Dann schauen wir mal nach der weiteren Quest. Wir müssen jetzt hier entlang. Also auf die andere Seite. Wir schauen nochmals im Inventar. Kanis halt Halsband. So, jetzt haben wir ein Halsband irgendwo. Aber nicht sichtbar. Menü. Wissen, Freunde, Talente, Outfit. Ja, wir haben es an. Ist leider nicht sichtbar, aber egal. Ah, der Steigkolben gibt uns einen extra Schattenblitz. Ein Bonuspunkt zu Schattenblitz. Also mit 1 ist es wahrscheinlich ausrüstbar. Okay. Wow. Okay, dann gehen wir weiter zu Demoel. Fischen kann man dann auch noch und andere Sachen. Jobs machen, schreinern und so weiter. Du bist nicht wie die anderen, oder? Nein, ich komme nicht, weil ich Hilfe brauche, sondern biete meine Hilfe an. Also zumindest siehst du schon mal so aus, als hättest du ein bisschen mehr Mut als die anderen. Alle anderen haben sich an Kanis vorbeigeschlichen, aber du nicht. Danke, bist du Rizas Freund, Demoel? Das bin ich. Ich bewache dieses Portal von Grimbart und seinen Schergen und helfe Überlebenden in Sicherheit zu gelangen. Also wo muss ich nun hin? Du solltest nach Eichental gehen. Sobald du dort bist, finde Chandri und sie wird dir helfen. Wo ist Eichental? Geh einfach durch das Portal im Süden. Sobald du dort bist, gib diesen Bericht bei Chandri ab und sie wird dir weitere Anweisungen geben. Okay. Eichental. Eichental scheint trotz des ständigen Fellkatzenangriffs aufzublühen. Vielleicht liegt das an der ganzen Flüchtlingen aus Sommersenke. Yay, Bonus akzeptieren. Eichental-Entdecker. Okay, und hier leckt's. Ist nicht ganz flüssig. Wird das noch flüssig? Und das Licht flackert. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Sonst müssen wir irgendwas runterstellen in der Einstellung. Ich habe hier nämlich schon fortgeschrittene Beleuchtung ausgemacht, weil das frisst ungefähr 70% Leistung oder so. Das ist viel zu viel. Anti-Aliasing könnten wir mal ein bisschen runterstellen. So, jetzt sollte es eigentlich flüssiger gehen. Ein Lichtbug.
Ja, jetzt ist es ein bisschen flüssiger. Chandri. Guten Tag. Guten Tag. Ein weiterer Überlebender aus Sommersenke. Wie wunderbar. Wer bist du? Ist es hier sicher? Mein Name ist Chandri und ich passe auf Reichenthal auf, auch wenn das bei den ganzen Goblin-Angriffen der letzten Zeit schon ganz schön schwierig geworden ist. Warum das? Grimbar, der Goblin-Lord, er schickt von Zeit zu Zeit seine Wölfe vor den Bergen zu uns herunter. Wir können uns einfach nur immer wieder verteidigen. An einen Gegenangriff ist gar nicht zu denken. Das habe ich ja fast vergessen. Damol hat mir gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Okay. Ah, exzellent. Ist alles mit dem Bericht in Ordnung? Besser als das, du bist vielleicht genau der, den wir brauchen, damit wir den alten Grimbart mal tüchtig auf die Sprünge helfen. Wie das? Demol hat gesagt, dass du ein guter Kämpfer bist. Würdest du uns also helfen? Ich glaube, ich könnte es versuchen. Ausgezeichnet. Aber zuerst einmal das Wichtigste. In den Klamotten wirst du nichts wirklich ausrichten können. Wir müssen dir etwas bessere Ausrüstung besorgen. Was brauche ich? Ein Satz Knappenausrüstung würde es wohl fürs Erste tun. Und eine neue Waffe natürlich. Damit solltest du den dann gegen Grimbart bestehen können. Wie komme ich denn an diese Ausrüstung? Einige der Bürger sind genauso wild darauf, Grimbart tot zu sehen. Ich bin mir sicher, wenn du ein bisschen in der Stadt herumfragst und etwas hilfst, wirst du alles, was du brauchst, bekommen können. Klingt nach einem guten Plan. Komm zurück, wenn du deinen Satz Knappenausrüstung bekommen hast. Dann werden wir das Ende von Grimbars Tyrannei einläuten. Fang einfach bei Risko an, er steht am Wasserfall zusammen mit seinem Bruder. Okay. Ja, das weiß ich. Ja, wir gehen mal zum Händler. Hallo. Und teleportieren uns oder so etwas. Der hat nur Scheißdreck. Haben wir dann etwas zu verkaufen? Wir legen diese Stiefel an. Oh, hallo. Oh, hallo. Verkaufen diese Sachen. Nein, ich will nicht aus Info anhaben. Ich will diese Sachen verkaufen. Wow, 1 Euro. 1 Goldmünze. Wow. So. Das ist Risiko. Dann haben wir noch Tosni hier. Was ist denn das für ein dazu kurze Arme? Das sieht nicht ganz so frisch aus. Ah, hier haben wir zum Beispiel Fischer-Ding, wo man fischen kann. Sprudeldinger. Wie kann ich dir helfen? Chandri hat mich geschickt. Ich treffe Vorbereitungen, um mich gegen Grimbart zu verteidigen. Und so wie es aussieht, brauchst du die Ausrüstung. Ich habe zufälligerweise noch einen Knappenhut übrig. Das ist genau, was ich brauche. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Siehst du, ich bin gerade dabei, einen Haufen Fische von meinem Bruder zum Verkauf nach Athen zu bringen. Wie kann ich helfen? Also ich brauche keine Hilfe mit dem eigenen Transport. Es ist nur, dass mein Schwert verrostet und auseinandergefallen ist. Ob du wohl zum Händler am Tor gehen könntest, um mir ein neues zu kaufen? Sicher kann ich dir helfen. Großartig, ich brauche ein neues... Oh. Also dann nehme ich später wieder auf, wenn es ein bisschen leiser geworden ist. Okay. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis denne.